Mein Name ist Helmut Schlamann, ich bin Leiter des Sachgebietes für Umwelt- und Naturschutz beim Landkreis Vechta und ich freue mich, dass dieses Projekt mit allen Beteiligten so hervorragend umgesetzt werden konnte und möchte mich nochmal einmal ganz, ganz herzlich bei allen Beteiligten und insbesondere auch bei den Flächeneigentümern für die Möglichkeit, diese Maßnahmen tatsächlich durchführen zu können, bedanken. Mein Name ist Holger Schürstedt, ich bin Mitarbeiter der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Vechta. Ich bin mit diesem Projekt folgendermaßen oder in diesem Projekt folgendermaßen beteiligt, als der NLWKN vor einigen Jahren auf die unteren Naturschutzbehörden zugekommen ist und nach Projektideen gefragt hat, ist mir das Thema Kreuzkröte in den Sinn gekommen. Und zwar haben wir hier einerseits Kreuzkrötenvorkommen bei Vechta und Lohne und etliche Kilometer weiter südlich entfernt im Bereich Steinfelddamme. Und unsere Zielsetzung ist es nun, diese Vorkommen zu stärken und darauf hinzuwirken, dass diese Vorkommen wieder stärker miteinander vernetzt werden. In diesem Zusammenhang sind an diversen Standorten jetzt zwischen Vechta und Steinfeld und Damme Maßnahmen ausgeführt worden. Und wir hoffen, dass die zum Erfolg führen, dass die Kreuzkröten große Populationen wieder aufbauen können und diese Einzelpopulationen in Zukunft wieder miteinander in Verbindung stehen. Mein Name ist Tom Kutter, ich betreue das EU-LIFE-Projekt Atlantische Sandlandschaften für den Niedersächsischen Landesbetrieb für Küstenschutz, Wasserwirtschaft und Naturschutz. EU-LIFE ist der europäische Topf für den Naturschutz. In diesem Projekt arbeiten die Länder Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen zusammen in einem Projekt, das etwa ein Fördervolumen von 17 Millionen Euro hat. Davon geht etwa die Hälfte nach Niedersachsen. Kofinanziert ist das Projekt vom Niedersächsischen Umweltministerium. Wir sind hier in einem von etwa 70 Projektstandorten der ersten 2,5 Jahre dieses großen Projektes. Ich bin Frank Körner vom Naturschutz in Dümmer und wir haben hier die Planung für die ganzen Projektmaßflächen eben hier gemacht und auch die Bauumsetzungen, die auch an die Baggerarbeiten betreut, eben auch, dass im Grunde alles genauso nach Plan umgesetzt wurde ist und dann optimale Bedingungen für die Kreuzkröte hier wieder vorherrschen und wir hoffen, dass es wieder ein guter Erfolg wird. Also.